So, damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Livestream heute am Sonntagmittag. Wir spielen ein kleines bisschen Heavy Rain und wenn du Lust hast, sei mit dabei, schau ein bisschen zu. Wir gucken mal, was hier auf uns zukommt. Wir wissen es nicht genau. Ich sehe es hinterher beim Schneiden des Videos für YouTube. So. Ich muss aber, glaube ich, ein Stück hier wegrutschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier gleich Folgendes passiert. Ich kloppe bestimmt gleich den Controller irgendwo gegen den Tisch oder gegen irgendwas, ne? Aber wir schauen mal. Ich finde die Geschichte dieses Spiels so, schon recht spannend. Es ist zwar so, dass ich das Gefühl habe, es kommt mir nur langsam voran. Ich habe das Gefühl, hier könnte das ein bisschen... Bei Until Dawn ist mehr passiert, ne? Bei Until Dawn ist einfach mehr passiert, aber... Vielleicht ist ja auch genau das, was den Charme des Spiels ausmacht. Einfach mal einen auf ruhig machen. Eine entspannte Nummer bleiben, ne? Aber mir gefällt es nicht, dass ich das so am Rand sitze, ne? Ich müsste auch ein Stück rüber, aber wen juckt's? Alles in Grund, das freut mich. Danke. Wir spielen ein bisschen weiter. Es ist dunkel. Es ist doch relativ dunkel. Und wir gucken mal, was hier los ist. Was ist hier? Können wir hier noch was anderes? Wir können ja erstmal anfangen. Vielleicht gibt es ja was zu sehen, was wir jetzt übersehen würden, wenn wir sofort da reingehen. Es regnet unaufhaltsam, ne? Das heißt, dass unser Sohn am Ertrinken sein wird irgendwo. Das kann ich mir anders, geht's nicht. Lenkenfahren. Können wir hier irgendwas an dem LKW... Guck mal, der macht nichts, ne? Das steht ja einfach nur rum, aber der macht da nichts. Mit Genshin Impact kennst du dich kaum aus. Dann nennen wir es einfach Waifus. Mit Waifus kennst du dich aber aus. Du. Ja, natürlich wollte ich eigentlich Shuffle Dance Videos reinmachen, ne? So richtig coole Shuffle Dance Moves. Ja, ich bin da, ich suche noch. Immer wenn ich bei TikTok was Cooles finde, Leute. Ich habe das hier wie bei World of Warcraft, ja. Ich kann hier meine Tastatur, ich kann hier reinhauen ohne Ende, Leute. Ja, ohne Ende. Das passt schon. Wenn ihr geile Videos habt, packt es mir irgendwo hin. Ja, das hat wieder gut geklappt. Ja, geht. Ja, Genshin Impact, ich finde das total cool. Alle nennen es ja Waifu Hunter oder viele nennen es Waifu Hunter. Ja, okay. Aber gut, jetzt hier spielen wir Heavy Rain. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter... Also der kommt ja nicht rein, oder? Aha. Das war also Quatsch. Ich hätte garantiert einen anderen Weg gefunden, wenn ich auch weitergelaufen wäre. Ich Idiot, ne? Bin ich natürlich außen rum gerannt. Haben wir hier was? Guck mal, hier kommen wir über den Berg vielleicht. Guck mal. Aha! Aha! Da hätte ich auch, der hätte ja gleich drauf kommen können, ne? Ja, dieses Spiel hier, es ist sehr, sehr dunkel. Ich muss mal sagen, ich finde es auch für mich sehr dunkel. Ich glaube, du musst, wenn du am Handy jetzt hier cool guckst, da musst du schon das Display auf volle Helligkeit stellen, damit du überhaupt was erkennst, glaube ich. Und da habe ich schon das Bild der Elgato tatsächlich versucht, heller zu stellen und ein bisschen kontrastreicher, damit man überhaupt was erkennen kann hier. Es ist wirklich sehr, sehr düster, ne? Da, über sowas sollte man sich vorher Gedanken machen, wenn man einen Livestream macht, ne? Was der Zuschauer überhaupt noch erkennt, letzten Endes. Auch später dann bei YouTube. Ladeschut, wie ist das? Ich bin heute doch vom Ton her ein bisschen heller als sonst. Kratzt das? Ist das, zischt das vielleicht auch zu sehr? Ist das schwerer? Ich habe nämlich beim Videos Schneiden festgestellt, ich habe da so eine Kopfhörer, so eine In-Ear-Kopfhörer, da klang das soweit ganz gut. Aber wenn ich dann hinterher bei YouTube mir so Szenen für die Thumbnails rausgeschnitten habe, da habe ich immer gedacht, das klingt extrem basslastig. Das ist ja überhaupt nicht angenehm zu hören. Ne? Und da habe ich aber Huawei FreeBuds Kopfhörer, die eigentlich sehr gut sind. Und mit denen klang es aber nicht so gut wie mit den Billigteilen. Da dachte ich, wenn die Leute draußen alle irgendwelche Bose-Geräte haben auf dem Kopf oder so, da müssen die ja meine Streams zum Kotzen finden, weil man ja gar nicht richtig versteht. Ne? Und da habe ich das jetzt ein bisschen Bass raus und Höhen reingenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt brauchbar ist. Ne, ich habe das jetzt getestet mit einer Folge Genshin Impact, da ging das. Aber es ist halt schwer, das einzuschätzen. Ne? Also wenn du da irgendwie jetzt was feststellst, dass das schwer zu verstehen ist, dass es zischt oder dass es irgendwie nicht schön klingt,
Sag mir das, dann könnte ich noch mal gucken, ob ich einfach noch ein kleines bisschen am Equalizer rumfummel, bevor ich hinterher merke, dass ich 2 Stunden Videoaufnahme in Schrott schmeißen muss. Das wäre natürlich auch so ein Ding, aber ich meine, ich hau's trotzdem raus. Okay, das freut mich, danke sehr. Wenn es wenigstens überhaupt zu hören geht und ich das nicht in den Müll schmeißen muss, bin ich schon ganz zufrieden. Für Feinjustieren kann man hinterher ja immer noch irgendwie was machen. Der Regen aus dem Game nervt, dann ist das bestimmt zu laut. Warte mal. Der nervt immer noch so, wa? Ist er leiser geworden, der Regen? Oder ist er noch genauso laut und genauso nervig? Da haben die aber auch, guck mal hier, da weißt du vorher nicht, auf welche Taste du was legen sollst oder wie du die Hand, wie den Controller greifen sollst. Ich bin das so, ich mache ja alles mit dem Zeigefinger hier auf der Seite, ne? So, so und hin und her. Und wenn ich dann aber dann gleichzeitig drücken muss, da kotze ich ganz schön ab. Also, manchmal. Leiser ist es, okay, aber nervt immer noch, nehme ich mal an, ne? Der nervt natürlich trotzdem immer noch, weil das nervt ja wirklich. Das soll wahrscheinlich auch so nerven sein. Ich glaube auch, das ist auch mit Absicht so, dass ihm das richtig auf den Sack ging. Genau. Aber wenn es natürlich donnert und blitzt, soll ihm das ja durch Mark und Bein fahren, dann wäre es natürlich schade, wenn man das auch runterregelt, ne? Aber was soll's. Guck mal, was gibt's? Hier ist eine Tür. Ich weiß gar nicht, was ich so richtig suche eigentlich gerade, ne? Tatsächlich. Jetzt drücke ich zum Beispiel gerade R2 mit dem Zeigefinger, ne? Wenn jetzt irgendwas kommt, ach, dann muss ich ja dann einen Daumen nehmen, um R1 zu drücken und ach, hör auf. Okay, wir sind drin. Ich weiß gar nicht genau, wo sind wir denn aktuell? Was sucht denn der jetzt hier gerade? Bin hier einfach ins kalte Wasser geschmissen gerade, weil das zu lange her ist, dass ich den letzten Teil gespielt habe, ne? Sind wir unter irgendwie... Auf welchem Grundstück was du? Na, wir werden es dann gleich wissen. Ich denke, wir wissen das gleich. Wir stecken gleich wieder drin in der Storyline. Ach, wir suchen den Hinweis. Wir suchen den irgendeinen Hinweis suchen wir. Hä? Was denn? Ach so, nicht lange drücken, sondern nur kurz. Na, komm. Am Arsch hier. Ey, da könnte man denken, ich sitze hier. Moin, Daniel! Das wird gleich lustig! Oh, gedrückt halten wieder! Kreis gedrückt halten! Und das. Ach so, L1? Hä? Alter! Wie soll denn das gehen? Ich hab nur. Wie soll ich das jetzt machen? Rechten Stick nach oben. Und gleichzeitig Kreis gedrückt halten. Dann. Kommt irgendwann L1 oder R1? Was kommt jetzt hier dazu? Gar nichts mehr kommt dazu. Hä? Gerade immer noch L1 da. Kreis. Achso, jetzt haben wir L1. Oh, jetzt verstehe ich erstmal, was ich falsch gemacht habe. So, Kreis. L1. Okay. Wir kriechen mal rein ins Loch. Es ist sehr finster. Okay. Und jetzt ist es noch finsterer. Jetzt ist nämlich das Loch zu. Könnt ihr überhaupt was erkennen, Freunde? Könnt ihr überhaupt was erkennen? Sagt mir das, wenn ich das Bild heller stellen muss. Weil ich sehe ja hier kaum was. Ich muss ja bei mir hier auch das Licht ausschalten. Warte mal. Gleich mache ich ja das Licht aus. Das blendet auf dem Bildschirm. Ist hier nichts, ne? Okay, ihr seht was. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze mir jetzt... Warte mal, ich mache mal mein Licht hier aus. Warte mal ganz kurz. Warte auf. Ja. Ist natürlich in Bezug auf den Greenscreen jetzt der Oberhammer. Aber Freunde, bei meiner Kamera, ja, sollte das auch beim dunkelsten Dunkel keine Rolle spielen, ja? Keine. Weil jetzt habe ich ja mal richtige High-End-Technik als Grafik hier, als Kamera. Also man sieht zwar hier ein bisschen das Rauschen meines Greenscreens, ja, aber das sollte... Ich erkenne euch alle, okay. Also ich sehe... Jetzt sehe ich natürlich noch dunkler aus, ey. Jetzt sieht es... Jetzt passt das auch richtig rein hier, aber ich sehe trotzdem nicht. Ich sehe trotzdem nicht auf dem Bild. Es ist unglaublich, ne? Es ist unfassbar. Aber doch, jetzt erkenne ich ein bisschen was. Der robbt also jetzt vorwärts, ne? Mann. Okay, das sind Scherben. Okay, das sind Glasscherben. Glas. Glassplitter. Messerscharf.
Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Okay. Muss ich jetzt nur so ein bisschen halb, so ein kleines bisschen nur R2 drücken? Die sind noch harmlos. Ach, hör auf. Ich mach mal ganz langsam. Ich drück mal hier ganz langsam auf die Arme. Also auf die R2-Taste. Ne? Nur ein bisschen. Nur so ein bisschen. Och nee, ich seh's schon. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Die zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich hätte es gedacht, die zeigt, wohin der Wind weht, ne? Ach so. Nee, eigentlich hätte mir jetzt ich war dumm gerade. Ich muss natürlich weiterklettern, ne? Der dreht sich natürlich nicht. Warum dreht denn der sich nicht? Hä? Warum bewegt er sich denn jetzt? Ich muss nach rechts. Na dann mach doch mal hier. Jetzt, okay. Mach mal langsam. Übertreib nicht gleich so. Der rennt ganz schön schnell. Ich mach mal ganz wenig R2 bloß. Ganz wenig. Ganz, ganz wenig. So, jetzt. Nächstes Lichtlein. Nach links, nehme ich mal an, soll das heißen, ne? Ja. Also nach links. Ganz langsam. Ganz langsam. Übertreib nicht. Also das ist ja wirklich ein, das ist ja, glaube ich, wirklich ein Killer, der echt, der meint es wirklich ernst, der will die Leute quälen, ne? Dem geht es darum, den Leuten das Leben hier schwer zu machen. So, warte mal jetzt lang. Da vorne ist eine Weggabelung hier. Okay, also er hat ja gesagt, es soll der Kerze folgen. Also ich hätte jetzt natürlich die Idee gehabt, anders vorzugehen. Aber na gut, wenn er das sagt, der wird es schon wissen. Nach links bitte. Er möchte gucken, wie weit ein Vater auf seinen Sohn geht. Ja, das verstehe ich natürlich. Und trotzdem... Hä? Mann, geh doch mal nach... Der dreht sich nicht. Guck doch mal. Ratten. Reizend. Wenn die reinkommen, kann ich auch raus. Aber der ist falsch. Der geht geradeaus. Der soll nicht geradeaus. Der soll sich drehen, Mann. Jetzt zeigt die Fackel nach links. Guck mal. Also, Dicker, geh nach links. Macht er aber nicht. Rückwärts geht auch nicht. Doch, jetzt. Ja, so. Und jetzt gehst du hier nach links. Ja, so. Mann, ey, mach doch mal, was ich sage, Bruder. Also selbst wenn du jetzt sagst, der möchte gucken, ja, wie weit geht ein Vater, um seinen Sohn zu retten. Also egal wie. Das ist schon äußerst... Trotzdem ist es Quälerei, sagen wir es mal so. Also es ist schon menschenverachtend. Aber naja, gut. Was in einem Killer vorgeht, wissen wir nie so genau. Also, wir wissen jetzt in dem Fall ja schon, was in dem vorgeht, aber die Motive dahinter, ne? Sagen wir einfach mal, wir nehmen es einfach mal so hin und wir tun jetzt unser Bestes. So. Um das Problem zu lösen. Also, Fackel an. Gleich sind die Steuerschätze alle, pass mal auf. Ihr willst gerne nach rechts. Na, dann gehen wir nach rechts. Das Motiv erfahren wir noch, ne? Das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Ich sag mal, diese Spiele sind ja alle sehr gut. Ich sag mal, das ist ja dieses, ne, von, wie gesagt, die Spielehersteller. Das habe ich natürlich gerade, den Namen ist mir gerade entfallen. Aber diese Spiele, egal ob Fahrenheit, Beyond Two Souls, Heavy Rain oder auch Detroit Become Human, die sind ja alle gut und die haben alle eine geile Storyline. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch so langsam da auch wirklich reinkommen, ja, und dass das so langsam auch wirklich cool wird jetzt. Ich rutsche auch schon rüber. Hopp.
Jetzt ist ich ein bisschen zentraler. So, jetzt sind wir erstmal am Ende. Du kommst mal mit, Mikrofon. Ich nehme mal ein Stück mit hier. Daniel, auch bei dir, wie ist das tontechnisch? Du siehst ja... Och, Mann! Ich erkenne aber nicht, ob ich es mehrmals... Ich muss es gedrückt halten, ne? Auch wenn es zittert, muss ich es gedrückt halten. Das kriege ich doch alles im Leben nicht hin. Ist auch bei dir mein Mikrofon gut zu verstehen? Das freut mich, okay. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich habe ein bisschen besser rausgenommen. Das war mir zu tieftonlastig und ein bisschen höhenrein. Jetzt hört man aber natürlich auch total, wenn ich nusche. Ne? Wenn ich gerade Durst habe oder müde bin, das hört man das total. So, wir sind ja gerade hier runter. Wir sind ja hier runter. Kann man ganz kurz mal die Kamera? Hier sind wir rausgekommen. Okay, also jetzt müssen wir ins nächste Loch unten rein. Na, das begeistert mich, dass man von einem Loch ins andere Loch muss. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Ah, toll. Der Oberhammer. Naja, gut. Auch hier gedrückt halten. Gedrückt halten. Wir haben uns schon aufgeschürft, wie es aussieht. Gedrückt halten. Ja, ich halte gedrückt. Und du? Was denn jetzt? Vorwärts, rückwärts? Was habe ich übersehen, Freunde? Aha, okay, ich muss loslassen. Okay. Oh nee, und was jetzt? Stacheldraht? Elektrotechnik? Nein, Elektro ist unangenehm für mich. Wie machst du denn das mit dem Daumen hier rüber? Also ehrlich mal, gibt es Leute, die mit den einzelnen Finger hier auf den Controller rumtippen hier? Dass die das jetzt so können? Mal schnell mit dem Daumen darüber rutschen. Das ist ja mal, mach das mal schnell nebenbei. Genau, Hochspannung. Hochspannung ist geil. Mit Isolatoren auch richtig dran. Haben sie schön vom Überlandleitungsbau abgeguckt hier. Richtig gut. So muss das sein. Ja, genau. Richtig gut.